Ein herzliches Willkommen zur heutigen Voltium-Session, und zwar Elektroinstallation im Wandel, Chancen für das Elektrohandwerk. Und zwar, mein Name ist Stefan Pörgl, ich bin Product Business Developer bei Siemens und zuständig für die Reineinbaugeräte, sprich Leitungsschutzschalter, Federstromschutzschalter, AFDD etc. pp. Und von daher freue ich mich, dass ich da heute referieren kann. Und zwar habe ich mir das Ganze so aufgebaut, dass wir ein bisschen eine Einleitung haben, also sprich, wo ich sie abholen kann. Dann möchte ich in die Norm reingehen, Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel, die 0100 530. Das ist so die Bedienungsanleitung mehr oder weniger für die ganzen Schutzorgane. Dann haben wir Schutz vor elektrischem Schlag, die 0100 410. Und last but not least, Schutz gegen thermische Auswirkungen, DIN VDE 0100 420. Und von daher steigen wir gleich ein. Und zwar ist mir wichtig, dass man da einfach ein bisschen sensibilisiert, und das kann man dann an seine Kunden auch entsprechend weitergeben, dass sich schlicht und einfach die Verbraucher ändern. Und es geht zum einen leider schneller, als man oft möchte. Auf der anderen Seite begrüßen wir das natürlich, weil die Verbraucher dann entsprechend weniger Leistung beziehen. Das Bild dürften, sag jetzt mal, die mittelalterlichen Kollegen durchaus kennen. Also ob das die Kaffeemaschine einsam auf der Küchenarbeitsfläche ist oder der Fernseher mit Trafo, den man kaum erheben konnte. Auch die klassische Glühbirne, wenn man die im Betrieb anfasste, hat man sich schön die Finger verbrannt etc. pp. Und da gibt es einige Beispiele, und heute sieht eben die Welt so aus. Das heißt, wir haben irgendwelche Kaffeevollautomaten, wir haben LED-Fernseher, wir haben Plasma-Fernsehgeräte. Die ganzen Pumpen arbeiten alle mit Frequenzumrichter. Wir haben LED-Beleuchtung durchgängig, und natürlich auch das Thema Elektromobilität setzt die Elektroinstallation vor neue Herausforderungen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wie sieht es mit der Elektroinstallation aus? Das ist ein klassisches Bild, denke ich, dürfte der ein oder andere auch schon immer in Augenschein genommen haben. Und leider ist es eben so, dass sie heute auch noch so einsetzen. Das heißt, wir verändern die Betriebsmittel vor der Steckdose, aber an die Elektroinstallation denken die wenigsten. Das heißt im Umkehrschluss, dass man auch die Elektroinstallation an die neuen Verbraucher anpassen muss. Und da möchte ich eben mit dem Vortrag, entsprechend sensibilisieren, was denn da so passiert. Und das ist natürlich ein Thema, wo man immer auf dem Zettel haben müsste. Das ist jetzt beispielsweise auch ein Bild, was den ein oder anderen bekannt kommt, ob jetzt das in irgendwelchen Firmen ist, wo die Verteiler eben schon ohne Berührungsschutz etc. An der Wand hängen. Mittig haben wir an fast antiquarian Federstromschutzschalter, und rechts haben wir eben Leitungsschutzschalter von den unterschiedlichsten Herstellern. Was mir wichtig ist, ist, wenn einem sowas unterkommt mit der Charakteristik H oder Ludwig, da gibt es eine schöne Tabelle, und da sieht man eben das H, das war bis circa 77 Standard. Das heißt, wir sind über 40 Jahre, sind die Geräte schon bereits im Einsatz. Und der L war eben bis 1990 verbreitet. Und da sprechen wir ja mittlerweile auch schon über 30 Jahre, wo das Produkt im Einsatz ist. Und der ein oder andere hat vielleicht von der einen Studie schon einmal gehört, dass so die durchschnittliche Elektroinstallation circa nach 35 Jahren einfach mal angepasst werden musste. Und da zählt eben unter anderem sowas dazu, dass man sich die Schutzorgane durchaus auch einmal in Augenschein nimmt und eben da versucht, das Ganze dann zu innovieren und zu ändern. Eine kurze Geschichte zum Federstromschutzschalter. Also der ist eigentlich noch gar noch nicht so alt, und der Sigmund Schuckert hat 1903 das erste Patent angemeldet zur Summenstromschaltung bzw. Summenstromerfassung. Dann kam eben die Firma Schupa in den 51, also in den 50er Jahren, wo eben der erste Federstromschutzschalter auf den Markt kam. Der Gottfried Biegelmeier, seines Zeichens Professor, sieht aus wie Albert Einstein, gibt es in YouTube ein schönes Video, die wir wirklich im Selbstversuch definiert, welcher Differenzstrom ist für den menschlichen Körper gefährlich. Und dann kamen eben auch schon die ganzen Normen zum Tragen. 1980 in Österreich der verpflichtende Einsatz von Federstromschutzschaltern in Privathaushalten. Wir zogen 1984 nach mit dem klassischen Bart-FI, den auch jeder noch von uns kennt. 2003
wurde dann definiert, dass eben der Fehlerstromschutzschalter auch für Brandschutz sinnvoll sein kann. Und der große Wurf rund um das Thema Fehlerstromschutzschalter kam 2007 mit der Einführung der DIN VDE 100/410, wo Fehlerstromschutzschalter gefordert werden in linebedienbaren Steckdosenstromkreisen bis 20 Ampere. 2018 wurde die ganze Norm nochmal überarbeitet und da ist rausgekommen, dass eben auch Steckdosenstromkreise bis 32 Ampere mit Fehlerstromschutzschaltern zu versehen sind und Lichtstromkreise in Wohnungen. Aber da kommen wir dann später noch drauf. Genauso gibt es auch eine Geschichte vom AFDD oder von der Fehlerlichtbogenerkennung. Und zwar hatten wir da in den 80er Jahren die ersten Patente in Amerika. 92 und 93 wurde das Ganze mehr oder weniger ausgerollt und 2008 wurde die Forderung in den Vereinigten Staaten laut, dass eben der Schutz von allen Stromkreisen mit 15 bis 20 Ampere in Wohnräumen durch den AFCI, so heißt er in den Staaten, gefordert wurde. 2012 hatten wir den ersten Brandschutzschalter bzw. AFDD in der Europäischen Union auf den Markt gebracht, damals auf der Light and Building groß vorgestellt. 2014 wurde er bereits in der IEC empfohlen. 2016 kam die DIN VDE 01/420, wo er gefordert wurde. 2016, also sprich im gleichen Jahr, hatten wir die zweite Generation vorgestellt und 2018 sogar die dritte Generation. Also da sieht man auch, dass das Leben weitergeht. Und von daher kommen wir eben da auch noch entsprechend auf das richtige Produkt zu sprechen. Wo ich auch sensibilisieren möchte, ist, sag jetzt mal, dass also 70% der Gebäude älter als oder vor 1980 gebaut wurden. Das heißt, sie sind im Schnitt alle älter wie 40 Jahre. Jetzt habe ich gerade die Studie schon in den Raum geschmissen. Mit 35 Jahren sollte man die Elektroinstallation anpassen. Was mir wichtig ist, die Anforderungen werden natürlich immer höher. Zum einen A von den Betriebsmitteln, dann muss man das Thema Photovoltaik, Energiespeicher, Elektromobilität, Wärmepumpen, das ganze Thema muss man berücksichtigen. Und da ist natürlich das schon ein Thema, dass man, sag jetzt mal da, die Elektroinstallation auch entsprechend befähigen muss, damit sie genau dieses, sag jetzt mal, mitbringt. Jetzt hatten wir aber gerade eben in der Geschichte des Fehlerstromschutzschalters gesehen, dass 1984 eigentlich erst die Forderung aufkam mit den Bad-FI. Das heißt im Umkehrschluss, ich gehe davon aus, dass ca. 29 Millionen Haushalte noch keinen Fehlerstromschutzschalter haben. Ist jetzt natürlich eine provokante Schätzung von mir, aber als Hersteller gefällt mir das natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kritisch, sag jetzt mal rund um das Thema Personenschutz. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir entsprechend einsteigen in die Norm. Wie gesagt, die 01/100/530 ist für mich so die Bedienungsanleitung, welches Schutzorgan brauche ich für welche Anwendung. Und da möchte ich gleich eingangs mit einem Gerücht aufräumen, wo man immer hört, so nach dem Motto Fernantriebe mit automatischer Wiedereinschaltung sind in Deutschland verboten etc. pp. Das stimmt eben nicht, weil in dieser Norm steht explizit drin, dass die automatische Wiedereinschaltung zulässig ist. Und zwar in Bereichen, wo elektrotechnisch unterwiesene Personen und Elektrofachkräfte Zugang haben. Das heißt, wenn ich irgendwo im industriellen Umfeld oder im gewerblichen Bereich unterwegs bin oder eben bei Pumpenstationen oder Beleuchtungen, dann darf ich durchaus dieses Produkt verwenden, denn wir wissen auch, 40% aller Auslösungen, beispielsweise vom Fehlerstromschutzschalter, haben angeblich keine Ursache. Das heißt, man geht hin, schaltet das Gerät ein und die Anwendung funktioniert weiter. An der Abbildung haben wir hier ebenfalls einen Fehlerstromschutzschalter mit dem automatischen Fernantrieb und automatischer Wiedereinschaltung. Dann haben wir eben auch einen Fehlerstromschutzschalter mit Siegress-Funktion. Das heißt, wir müssen 48 Monate die Prüftaste nicht drücken. Und was auch eine Forderung ist, und zwar kommt es von den Schadensregulierern und von den Versicherungen, und zwar, wenn ein Fehlerstromschutzschalter mit 300 mA für Brandschutz eingesetzt wird, dann kann durchaus der Einsatz von der automatischen Wiedereinschaltung genutzt werden. Also da, wie gesagt, möchte ich mit dem Gerücht aufräumen, dass also der automatische die automatische Wiedereinschaltung durchaus einzusetzen ist. Und es bringt ja auch Vorteile, wenn ich jetzt da das Beispiel Elektromobilität hernehme. Ich habe da irgendwelche Ladesäulen, da setze ich lieber einen Fernantrieb mit automatischer Wiedereinschaltung ein. Das heißt im Umkehrschluss, wenn jetzt da ein fehlerhaftes Fahrzeug irgendwie zum Ladepunkt kommt,
und der FI löst aus, dann kann man da mehr oder weniger dem Fahrzeug als Servicetechniker nachfahren. Und so habe ich eben noch die Möglichkeit, dass der Fehlerstromschutzschalter automatisch wieder in Betrieb geht und der Ladepunkt wieder zur Verfügung steht. Dann kommen wir zu den ganzen Typen, die es da gibt an Fehlerstromschutzschaltern, angefangen mit dem Typ AC. Und da ist mir wichtig, der ist seit 85, also seit 1985 in Deutschland nicht mehr zulässig. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, weil man sieht teilweise in diversen Verteilungen immer noch diese Type, sag jetzt mal, verbaut. Jetzt kann man wieder sagen, ist Bestandsschutz. Unabhängig davon sage ich mittlerweile, man muss auch auf die Betriebsmittel bzw. Fehlerbilder eingehen. Und dann kann einfach der AC nicht mehr zum Tragen kommen, weil es gibt eigentlich keine ohmschen oder rein ohmschen Verbraucher mehr. Der Typ A, in Deutschland Standard, kann sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme detektieren. Für mich ist immer wichtig, gerade jetzt in Bezug auf Personenschutz, der Fehlerstromschutzschalter muss sicher funktionieren bei 50 Hertz und 30 mA. Egal welche Applikation, sag jetzt mal, hier am Laufen ist. Und das führt eben dazu, dass man den richtigen Fehlerstromschutzschalter eben auch auswählt. Eine andere Type, Typ F, man sieht es schon an den Zeichen, hat also die gleiche Funktionalität wie der Typ A Fehlerstromschutzschalter. Allerdings ist er befähigt, zum einen, dass er Mischfrequenzen ab kann, und das sieht man bei den Einsatzbeispielen schon, und zwar gerade jetzt in Bezug auf einphasige Frequenzumrichter, die natürlich in diversen Betriebsmitteln verbaut sind, ob das die Waschmaschine ist, Staubsauger, Lüftungsanlagen etc. pp. Und das kann er eben auch ab, weil das Problem ist, das muss man wissen, mit steigender Frequenz steigt natürlich auch die Auslösecharakter des Fehlerstromschutzschalters. Bedeutet, wenn ich jetzt so einen einphasigen Frequenzumrichter am Laufen habe, ist nicht gewährleistet, dass ein Typ A FI bei 50 Hertz und 30 Milliampere ordentlich auslöst. Das heißt, da kann durchaus die Auslöseschwelle auf 35 oder 37 mA ansteigen aufgrund der Mischfrequenzen. Der Typ B hat die gleichen Eigenschaften wie der Typ F bzw. auch der Typ A. Also das heißt, der stellt das auch alles sicher. Allerdings kann er auch glatte Gleichfehlerströme detektieren. Und zwar ist das also wichtig bei diversen Anwendungen, explizit irgendwelche Photovoltaik-Anwendungen, wo ich dreiphasige Frequenzumrichter am Laufen habe, da besteht eben die Möglichkeit, dass Gleichfehlerströme entstehen, und er hält auch oder ist genormt bis 2 Kilohertz, also das ist so die Taktfrequenz von diversen Frequenzumrichtern, und kann eben da dann auch sauber detektieren und auch auslösen. Das ist also ganz wichtig, weil da habe ich wieder das Bild 50 Hertz, 30 mA. Das heißt, er stellt sicher, dass also auch die 30 mA bei Frequenzen bis 2 kHz gewährleistet sind. Der Typ B ist ein Fehlerstromschutzschalter, der als einziger den Differenzstrom begrenzt, und zwar bis 20 kHz. Und zwar begrenzt er den da auf 420 mA. Das heißt, das ist definitiv vorbeugender Brandschutz, und der hat eben, die diversen Versicherer haben da Forderungen aufgestellt, eben in feuergefährdeten Betriebsstätten, Landwirtschaft, holzverarbeitende Betriebe etc. pp., wo eben dieser dann zum Einsatz kommt. Denn, das muss man eben auch wissen, bei 70 Watt ist eben die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Brand elektrisch gezündet wird, und so kann man eben mit den 420 mA da auf Nummer sicher gehen. Was ist neu an der 0100 530? Und zwar wurde hier erstmals der Typ F mit aufgenommen, hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass eben erhöhter Einsatz von einphasigen Frequenzumrichtern zum Tragen kommt. Und das führt eben dazu, dass ich dann mit dem Gerät auf der sicheren Seite bin. Ich bringe aber dann später auch noch Beispiele.